Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Vortrag und ich freue mich, dass Sie meiner Session beitreten. Mein Name ist Mareike Großhauser. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Ich habe verschiedene berufliche Standbeine. Eins davon ist der Olympia oder die Betreuung des Olympiastützpunkts in Saarbrücken, sowie alle gesundheitsbewussten, gesundheitsinteressierten, sportinteressierten Personen, die gerne ihre Ernährung optimieren möchten. Für die bin ich sehr gerne ansprechbar. Ich bin aber auch ganz besonders stolz darauf, im medizinischen Kompetenzteam des modernen Fünfkampfs sein zu dürfen, seit jetzt fast 2 Jahren. Und im Rahmen dieser Tätigkeit durfte ich auch erstmalig ein Höhentrainingslager mit begleiten mit unseren Top-Athleten und Athletinnen. Und es ging dazu nach Flagstaff in den Bundesstaat Arizona. Und darüber würde ich heute auch sehr, sehr gerne berichten und möchte Sie ja, an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Der Titel meines Vortrags: Herausforderungen bei der Ernährungssteuerung im Trainingslager. Wahrscheinlich könnte man besser sagen, Herausforderungen und Chancen bei der Ernährungssteuerung im Trainingslager, weil jede Herausforderung ist natürlich auch eine Chance, etwas zu optimieren, etwas adäquat anzupassen, um hier den bestmöglichsten Nutzen für die Gesundheit, für die Leistungserbringung, für die Regeneration ja, unterstützen zu können. Wie bereits angekündigt, ging es nach Flagstaff und zwar war das im Januar über einen Zeitraum von 4 Wochen. Ich muss sagen, dass ich aus persönlichen Gründen eine Woche dabei war, obwohl mir 2 Wochen auch angeboten wurden. Teilgenommen haben 14 Personen insgesamt, inklusive dem Betreuerteam. Darunter waren 9 Athleten und Athletinnen, 3 Trainer, Trainerinnen, ein Physiotherapeut und ich als Ernährungsberaterin. Flagstaff liegt zeitlich 9 Stunden hinter uns, sodass also die Tage insgesamt länger werden. Und wie Sie ja auch wissen, das Thema Jetlag ist Richtung Westen nicht ganz so schlimm wie Richtung Osten. Dennoch ist es wichtig, dass man sich auch hier gleich anpasst an die Zeit vor Ort und dementsprechend auch die Uhren schnell umstellt. Flagstaff liegt 2100 Meter in der Höhe und ist ein, ja, wie ich finde, traumhaft schönes Fleckchen. Ich habe Ihnen hier ein paar Fotos mit reingestellt, weil ich es immer ganz interessant finde, wenn man auch ein bisschen Bilder sieht und sich das Ganze dann so vorstellen kann. Und Sie sehen schon, der Himmel war blau, 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 blau die ganze Zeit. Das hat einen schon auch ziemlich geflasht und beeindruckt. Aber natürlich ist nicht nur die landschaftliche Kulisse interessant, und die Höhenmeter, die wir ja für ein Höhentrainingslager benötigen, sondern auch die Begebenheiten, die Trainingsbegebenheiten vor Ort. Und Sie sehen hier den wunderbaren Laufparcours, die Laufstrecke für Intervalltraining, aber auch eine tolle Schwimmhalle, also die hier sehr motiviert hat, das Schwimmtraining zu absolvieren, zumal ja auch hier die lokalen, aber auch internationalen Athleten und Athletinnen genannt wurden auf großen Schauwänden. Und ich habe hier unten von den Olympischen und Paralympischen Spielen, Sommerspielen 2020, auch hier mal einen Ausschnitt der deutschen Athleten dargestellt, die eben hier in Flagstaff schon trainiert haben. Und das waren jetzt hier vorrangig natürlich Ausdauerathleten und Athletinnen aus dem Bereich Schwimmen und Langlauf, Langstreckenlauf. Ja, das fand ich also auch sehr schön und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das schon mal vorweg.
Ja, aber auch die klimatischen Bedingungen sind natürlich sehr, sehr günstig. Sie haben ja eine Luftfeuchtigkeit im Durchschnitt von, ja, im November von 47%, was absolut als angenehm empfunden werden kann. Sie haben wenig Niederschläge, sie haben reichlich Sonnenstunden. Auch das ist natürlich oder trägt zum Wohlbefinden bei, wenn man da oben trainiert. Und insgesamt von den Temperaturen, muss ich sagen, waren das sogar gefühlt mehr als diese 10,8 Grad im November. Natürlich, wenn der Winter zukommt, ist das wieder ein anderes Thema. Da muss man sich auch wieder gut ankleiden. Aber ansonsten ist das wirklich ein wunderbarer Ort für ein Höhentrainingslager. Ja, Trainingslager an sich spielen natürlich im Leistungssport eine große Rolle. Und ich habe hier mal beispielhaft einen periodisierten Trainingsplan für Sie dargestellt mit verschiedensten ja, Einheiten beziehungsweise Planungen für ein Höhentrainingslager. Hier sind jetzt 4 bis 5 abgebildet. Aber das hängt natürlich immer davon ab, was hat man persönlich für einen Wettkampfhöhepunkt, für was trainiert man, mit welcher Intensität, wann möchte man fit sein auf dem Punkt und wann plant man entsprechend auch hier seine Höhentrainingslager. Idealerweise, so sagt die Literatur, findet eben auch ein Höhentrainingslager in einem zeitlichen Rahmen von 3 bis 4 Wochen statt, kann aber auch 5 oder 6 Wochen mal andauern, wie gesagt, je nachdem. Es muss clever geplant werden, damit man dann eben auch bereit ist für die ja, Herausforderungen wieder auf Meereshöhe. Das heißt, je nachdem, hat man gleich im Anschluss einen Wettkampf oder ist der 1 bis 2 Wochen verzögert, weil nämlich hier die Adaptation bzw. die Umsetzung des Adaptierten natürlich sehr nützlich ist. Was sind denn so Adaptationen? Und das wissen Sie auch. Natürlich im blutbildgebenden System, die Hämoglobinmasse nimmt zu, die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, aber auch die ganze, ja, ich sag mal, Laufökonomie, ein effizienter Sauerstoffgebrauch, eine effiziente Sauerstoffnutzung, aber auch die Pufferkapazitäten nehmen zu, also so, dass wir auch im anaeroben Bereich Vorteile haben und im Nachgang eben hochintensive Leistungen leichter erbringen können. Ja, und so hat auch der moderne Fünfkampf sein Höhentrainingslager geplant. Es gab dazu Vorbereitungen im engen Team, Absprachen, was zum Beispiel einen Blutcheck angeht, bezüglich der Eisenversorgung. Wie gut ist da die Ausgangslage? Ja, Stichwort ist hier sicherlich der Ferritinwert, aber auch die Vitamin-D-Versorgung, Zahngesundheit. Das sind so ein paar Sachen, die man im Vorfeld abzuklären hat, um eben dann auch gut vorbereitet in das Höhentrainingslager starten zu können. Mein Part in dieser Runde war vorrangig ein paar Nutrition Facts zusammenzustellen zum Thema Höhentrainingslager, um das dann auch vor Reiseantritt den Athleten und Athletinnen zukommen zu lassen. Da bin ich sicherlich auf ein paar Aspekte eingegangen, die werde ich Ihnen auch darstellen. Was nimmt man mit? Was sagt der Zoll? Worauf muss ich achten? Aber auch, was sind so die wichtigsten Ernährungsschwerpunkte, wenn man sich in der Höhe befindet? So, ein Blatt davon war zum Beispiel die Einführungsbestimmungen in die USA. Was gibt es hier zu beachten? Was kann Probleme bereiten? Was ist erlaubt? Wie hier zum Beispiel in der Originalverpackung, was Schokolade, da interessiert uns natürlich hauptsächlich die Zartbitterschokolade aufgrund der Polyphenole, aber vielleicht auch Nüsse, getrocknete Früchte, Gewürze. Das waren so die Themen, vielleicht auch wenn der ein oder andere seinen Tee mitnehmen möchte. Was gibt es hier zu beachten und was muss deklariert werden, damit es eben hier nicht zu unangenehmen Situationen kommt? Darauf hingewiesen habe ich auch, dass natürlich hier gerade die tierischen Produkte, aber auch Pflanzen, Pflanzensamen, Pflanzenknollen, auch das Kinderüberraschungsei, lustigerweise, dass das eben nicht
geführt werden darf und dass man darauf zu achten hat. Und natürlich sind unsere Athleten hier sehr, sehr erfahren. Aber lieber erwähnt man das ein oder andere mehrmals, um sicherzugehen, dass das auch klar ist. Das war aber auch alles unkompliziert und war mehr nochmal eine Erwähnung. Ja, anders war es auch nochmal zu dem Thema Eisen, was natürlich in der Höhe eine herausragende Rolle spielt, ganz klar, weil es einfach für die Adaptation in der Höhe unter Hypoxie ganz entscheidend ist. Die Frage ist, ist man gut mit Eisen versorgt? Ab wann stellt man fest? Das haben wir besprochen. Genauso, was ist aussagekräftig für den Eisenstatus? Aber natürlich ist da auch die medizinische Betreuung da und bestimmt das, ohne dass man darauf hinwirken muss. Und dann ging es natürlich auch um die Frage der oralen Eiseneinnahme. Für wen ist was sinnvoll? Wer braucht wie viel? Weil wir wissen auch, zu viel Eisen ist auch nicht gut. Und das betrifft auch die Höhe. Das heißt, der Ausgangswert unseres Ferritins ist da sicherlich wegweisend dafür. Und deshalb ist eine Eisensupplementierung auch eine individuelle Geschichte. Also da gibt es in der Literatur auch Hinweise, durchschnittliche Empfehlungen, 1 bis 2 Wochen vorher mit 50 bis 100 Milligramm zu supplementieren. Ich würde das aber nie pauschalisieren und das möchte ich auch hier ganz stark betonen, weil wenn der Ferritinwert bereits sehr hoch ist oder zu hoch ist oder sagen wir auch ausreichend hoch ist, dann kann es auch sein, dass man sogar gar kein Eisen braucht. Und deshalb sind hier individuelle Supplementierungsprotokolle in Absprache mit der Sportmedizin sehr, sehr sinnvoll und hilfreich. Gut, ja, was waren so die ernährungswissenschaftlichen weiteren Schwerpunktthemen neben dem Eisen? Das ist sicherlich das Thema Flüssigkeit, Flüssigkeitszufuhr, Flüssigkeitsversorgung in der Höhe, zumal eben hier aufgrund des geringen Drucks und auch der geringeren Luftfeuchtigkeit die Verluste ansteigen, sowohl belastungsbedingt, also einmal zusätzlich noch durch die Belastung bedingt, aber auch unter Ruhebedingungen, ja, weil einfach mit der Atemluft hier vermehrt freigesetzt wird oder freigegeben wird. Und das muss ersetzt werden. Auch geht man öfters aufs Klo, verliert eben dann auch mehr Urin. Und erstaunlicherweise ist das gerade zu Beginn so. Also das ist auch scheint eine Akklimatisationsgeschichte zu sein. Aber das Durstempfinden ist noch dazu vermindert, sodass das natürlich schwerer ist, hier ausreichend rehydriert zu sein. Man muss wirklich da diszipliniert rangehen. Man muss es beobachten. Man muss sich beobachten, die Urinfarbe beobachten und man muss trinken. Und weil einfach das Risiko für eine Dehydrierung erhöht ist und damit wollen wir ja auch nichts riskieren. Das heißt, wir wollen ja keine leistungsmindernden Effekte haben, leistungsermüdenden durch einen Flüssigkeitsverlust oder aber auch Krämpfe, flüssigkeitsbedingte Krämpfe erlangen. Das Verletzungsrisiko kann ansteigen. Genauso aber auch das Infektrisiko, weil sich natürlich auch hier Bakterien, Viren besser anheften können an trockenen Schleimhäuten. Und deshalb gab es auch hier ganz praktisch von mir an die Hand beziehungsweise in unsere WhatsApp-Gruppe diese Armstrong-Skala, Farbskala, Urinfarbskala genauer gesagt, mit dem Hinweis, dass der Farbbereich 1 bis 3 optimal ist und dass man das erreichen sollte bis zum Mittag auf alle Fälle, um eben hier ein Feedback zu bekommen, ob die Flüssigkeitszufuhr ausreichend ist oder war, weil es bezieht sich ja meist auf den Tag zuvor. Und natürlich auch immer der gute alte Tipp, dass man zu dem vielen stillen Wasser, das man trinkt, einfach nochmal 1 bis 2 Prisen Salz hinzufügt. Gerade bei der Flüssigkeitszufuhr zwischen den Mahlzeiten, weil bei den Mahlzeiten hat man ja ausreichend Salz dabei, aber zwischendessen und auch im Training.
Genau. Wichtig ist darauf zu achten, und das ist mittels des täglichen Wiegens, nämlich vor und nach dem Training, aber durchaus auch morgens nüchtern, um hier eine Information vom Körper zu erhalten, wie verändert sich das Körpergewicht, und so Schwankungen sind natürlich flüssigkeitsbedingt innerhalb einer kurzen Zeit. Und auch hier gab es in der Schwimmhalle eine Waage, die benutzt werden konnte, um zu gucken, wie viel der Athlet denn vorher gewogen hat, wie viel er nachher noch wiegt. Und dieser Verlust kann ungefähr gleichgesetzt werden mit dem schweißbedingten Flüssigkeitsverlust. Und dann ist es das Ziel einer so ziemlich guten Kompensation der Flüssigkeitsverluste, wenn man das anderthalbfache dieser Menge trinkt, und zwar schluckweise im Nachgang und auch wieder in Verbindung mit Salz, um die Flüssigkeit gut und effizient aufnehmen zu können, aber auch um die Flüssigkeit behalten zu können und nicht gleich wieder auf die Toilette zu gehen. So. Ganz, ganz wichtig, und dieser Punkt liegt mir auch am Herzen, ist natürlich die Energieversorgung im Höhentrainingslager, weil auch hier wissen wir ganz genau, dass die ausreichend hoch sein muss. Der Athlet, die Athletin muss ausreichend essen, damit auch hier die Trainingsadaptation in der Höhe erfolgreich stattfinden kann. Also es kommt hier zu Beeinträchtigungen, wenn der Athlet zu wenig isst, weil er vielleicht meint, das ist günstig, um hier eine Gewichtsreduktion durchführen zu können. Es gibt Publikationen mit Läufern in einer Höhe von 2000, in einer, genau, Höhe von 2000 Metern, die besagt, dass der Ruheumsatz leicht erhöht ist. Aber nicht jede Publikation gibt das so wieder. Fakt ist, es muss ausreichend gegessen werden. Ansonsten hat man auch die Adaptationen im Blutsystem nicht. Also sprich, auch die Erhöhung der Hämoglobinmasse ist beeinträchtigt. Aber natürlich kommen auch zusätzliche Faktoren hinzu, wie Verletzungsrisiko steigt an, Infektanfälligkeit steigt an, und man kann seine Leistungen nicht so umsetzen oder beziehungsweise nicht so entwickeln, wie man das möchte. Und deshalb ist man ja im Höhentrainingslager. Deshalb ausreichend essen ist das A und O. Und das war auch eine ganz wichtige Botschaft an unsere Athleten und Athletinnen. Nun, was heißt ausreichend gut versorgt? Auch hier gibt es einen Wert, der in Verbindung steht mit einer ausreichenden Energieverfügbarkeit. Und der besagt 45 Kalorien pro Kilogramm fettfreier Körpermasse. Ja, da kann jeder Athlet das multiplizieren und hat hier einen Überblick. So, entscheidend bei dem Ganzen, beziehungsweise für Sportler, ist natürlich hier auch den Fokus auf die Kohlenhydratzufuhr zu richten. Eben Adaptationen möglich sind. Es wird härter trainiert, unter anderen Voraussetzungen. Und auch hier spielen die Kohlenhydrate eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Regeneration, für die Leistungserbringung, aber auch natürlich, dass die Stresshormonausschüttung nicht zu hoch ist, dass man gut schlafen kann, weil all das ist beeinträchtigt, wenn die Kohlenhydratversorgung zu gering ist. Wir sagen oder wir sprechen hier in der Sporternährung von einem Grundbedarf von mindestens 5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht, was man allein über die Mahlzeiten zu sich nehmen sollte. Und der zusätzliche Bedarf hängt dann natürlich vom Belastungsumfang ab, von der Belastungsintensität, und wird dann nachfolgend so beziffert, nämlich in den 1 bis 4 Stunden vor Belastungsbeginn nochmal 1 bis 4 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Währenddessen sind das meist so 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde und Liter, und unmittelbar danach, um auch hier die Regeneration optimal zu unterstützen, 1 Gramm Kohlenhydrate allein oder in Kombination mit Eiweiß sind das dann 0,8 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht und 0,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Also auch das ist etwas, was eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt in der Versorgung der Athleten und wo unser System empfindlich darauf reagiert, wenn der Bedarf eben nicht ausreichend gedeckt werden kann.
Zur Veranschaulichung der Athleten gab es auch hier nochmal ein Tellermodell, was deutlich macht, dass bei intensiven Beanspruchungen eben hier mindestens die Hälfte des Tellers aus Kohlenhydratlieferanten besteht. Das Bild hier ist nicht ganz optimal. Ich warte noch auf die bessere Version, die hoffentlich bald publiziert wird. Und zwar zählen natürlich auch hier Hülsenfrüchte dazu, Amaranth, Quinoa, Kartoffeln, Süßkartoffeln, was neben dem Getreide hier eben auch gute Kohlenhydratlieferanten sind, neben Eiweiß, neben fettarmen Eiweißlieferanten, die natürlich nicht nur tierischer Herkunft sein sollen, sondern eben auch aus Nüssen, Soja, Hülsenfrüchten und so weiter stammen können sollten sogar. Ja, dann Gemüse, die bunten Farben in Obst und Gemüse spielen natürlich auch hier eine ganz, ganz wichtige Rolle, zumal wir ja auch hier das unerwünschte entzündliche Geschehen reduzieren wollen, nämlich das, was zu Atemwegserkrankungen führen kann. Wir wollen aber das, was für die Trainingsadaptation wichtig ist an Entzündungsgeschehen, das wollen wir ja fördern und nicht beeinträchtigen. Und deshalb spielt hier die Ernährung, der Food-First-Ansatz eine ganz, ganz große Rolle. Und die Auswahl muss und sollte groß sein. Genau, wie gesagt, der Hinweis ganz stark und die Botschaft an die Athleten und Athletinnen, bitte nicht abnehmen, das ist der falsche Zeitpunkt. Jetzt steht die Leistung im Vordergrund und wir wollen alles tun, um die Adaptation eben zu unterstützen. Ja, nicht zu vergessen ist natürlich auch der wichtige Aspekt des Eiweißtimings, nämlich dass man zu jeder Haupt- und Zwischenmahlzeit eine ausreichende Menge an Eiweiß zuführt. Die liegt hier bei 0,3 bis 0,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und das sind so erfahrungsgemäß zwischen 20 bis 25 Gramm Eiweiß pro Portion. Je älter der Athlet oder die Person, umso höher ist dieser Bedarf, ganz klar. Aber in den jungen Jahren, in diesen aktiven Jahren, bewegt sich die Menge hier in diesem Bereich und ist ausreichend. Genau, auch das haben wir hier sichergestellt und bei meinen Nutrition Facts gab es auch entsprechende Beispiele, wo denn diese 20 bis 25 Gramm Eiweiß enthalten sind, um sich daran orientieren zu können. Und Sie können auch an den unteren Bildern, an den Fotos, die ich hier eingefügt habe, erkennen, dass wir das Ganze natürlich aufgepeppt haben. Ich gehe gerade nochmal zurück mit diversen Eiweißprodukten, aber ich komme da auch nochmal drauf zu sprechen. Genau, das wichtige Thema, ich habe es bereits angestriffen, die Antioxidantien. Hier stellt sich immer die Frage, was kann man supplementieren, wo sollte man lieber die Finger lassen? Nicht nur wegen des Aspekts der Kölner Liste natürlich, wo wir darauf achten müssen im Leistungssport, sondern auch wegen des Aspekts, wir wollen eben hier wichtige entzündliche Prozesse im Rahmen der Trainingsadaptation nicht unterbinden. Im Gegenteil, wir wollen sie ja fördern, wir wollen uns ja weiterbringen, aber wir wollen natürlich auch keine Atemwegserkrankungen provozieren. Und deshalb gilt es hier, die Lebensmittelqualität ganz hoch zu halten, bunt auszuwählen, eat like a rainbow, um eben auch hier zu gucken, dass man das über die natürlichen Lieferanten, natürlich Obst, Gemüse, Gewürze, Walnüsse, Zartbitterschokolade, Trockenobst auch bekommt. Und ja, das war dann auch das Ziel, das vor Ort zu optimieren. Da gab es einen wunderbaren Bioladen. Sie sehen das Bild hier links mit der Kuh, sehr, sehr einladend und sehr, sehr vorbildlich. Also das war fantastisch, da einkaufen zu gehen. Und ich habe das auch genutzt, um eben unsere Essenssituation an der einen oder anderen Stelle aufzupeppen. Das heißt, die Athleten haben das Frühstück im Hotel eingenommen und die weiteren Mahlzeiten gab es dann an der Universität, an der Arizona University, so muss ich sagen.
Und ja, das Frühstück, das American Breakfast, ist natürlich ja eher fettlastig. Wir haben viel Weißmehlprodukte, ob jetzt Pancakes, Toastbrot, alles etwas süßer, Bratwürste. Ich muss sagen, das Omelett war sehr lecker. Auch da sehen Sie das kleine Bild. Das war sehr angereichert mit Gemüse und Kräutern. Aber auch das konnte man natürlich nicht jeden Tag essen. Und natürlich brauchen unsere Athleten, wie gesagt, vernünftige Kohlenhydrate. Und deshalb war das, oder ist mir das als allererstes natürlich ins Auge gestochen, dass ich hier die Monotonie des Frühstücks unterbrechen muss. Und mit Rücksprache unserer Sportdirektorin Susanne Wiedemann durfte ich dann auch hier in den Supermarkt einkaufen gehen und durfte quasi wie so eine ja, Präsentation um das Frühstück die einzelnen Lebensmittel arrangieren und durfte deren Bedeutung dazu auch erklären. Ja, warum das jetzt an der einen oder anderen Stelle besser ist, mehr Nährwerte bringt oder eben auch lebendige Kulturen. Und das sehen Sie an dem probiotischen Joghurt oben, an dem Kefir, aber auch an dem Apfelessig, den wir hier organisiert haben. Diverse Samen, ob das jetzt Chiasamen sind, geschrotete Leinsamen, ob das Trockenobst ist, ohne Konservierungsstoffe. Wir haben auch einen sehr, sehr guten Kakao gefunden. Also das war hervorragend. Sie haben die Tüte aufgemacht. Das hat gerochen. Das war super. Das sind natürlich genau die Antioxidantien, die wir brauchen. Und die kriegen Sie in keinem Hotel. Genauso diese kleinen Trinkjoghurts hier. Da hat einer eben auch schon 20 Gramm Eiweiß geliefert, was hervorragend ist, um auch ein bisschen abzuwechseln. Genauso Cornflakes, gepuffter Reis oder aber auch Haferflocken. Es gab in dem Hotel einen Porridge, aber der war sehr wässrig, also wirklich mit Wasser angemacht. Und da fehlt natürlich die Eiweißkomponente. Und ich kann nur sagen, dass dieser bulgarische Joghurt, der war so lecker. Also der ging auch richtig gut weg und die Athleten haben sich das dann im Nachhinein auch besorgt. Es gab an den Zimmern Kühlschränke, sodass das kein Problem war und es war auch kein Problem, das mit in den Frühstücksraum zu bringen. Anders sah die Essensauswahl dann an der Universität aus, sehr, sehr vorbildlich mit verschiedenen Foodstations. Hier ist keine Monotonie aufgekommen. Sie sehen, man konnte sich das sowohl bowlartig selber zusammenstellen, man konnte sich das aber auch zusammenstellen lassen. Wer Lust hatte auf eine Pizza, konnte sich eine Pizza machen lassen. Es gab also alles von gesunden Burgern, natürlich auch mit Burgerfleisch. Gab es eine große Auswahl an internationalen Speisen und sehr, sehr bunt und auch sehr plant-based, mit einer bewussten tierischen Auswahl an oder Auswahl an tierischen Lebensmitteln, so muss ich sagen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was ich ganz praktisch und klasse fand, das war dieser Ständer hier, Natural Free of Gluten. Das heißt, Sie konnten hier gewiss sein an dieser Essensstation, dass das also wirklich nichts enthalten hat, was auch nur in irgendeiner Weise den Verdauungstrakt provozieren könnte. Und wenn es hier jemanden gab, der da eher vorsichtiger war und gesagt hat, naja, ich weiß nicht, ist das so belastungsbedingt, ist das die Hypoxie, ich möchte ein bisschen vorsichtiger sein, ich fühle mich eher mal aufgebläht, dann war man hier super bedient und aufgehoben, weil das Essen wirklich sehr, sehr bewusst und naturally free war von sämtlichen Allergenen. Das heißt, da gab es keine Ersatzprodukte, da müssen wir ja auch schon wieder gucken, sondern es wurde einfach so gekocht, dass man nichts Zusätzliches benötigt hat und das war sehr lecker. Sie sehen meinen Teller hier, den blauen, das war einfach schön bunt und hat gut geschmeckt. Abgebildet habe ich Ihnen noch diesen tollen Food-Roboter. Auch das fand ich klasse. Der ist über den Campus gefahren und hat bestellte Essen geliefert. Auch das fand ich Hightech-mäßig. Und der hat aber auch niemanden angefahren, hat brav gewartet und ist dann weiter marschiert. Genau.
Sehr spannend. Ich bin auch schon am Ende meines Vortrags und ich möchte noch mal ganz klar betonen, dass es wichtig ist, dass man sich rechtzeitig im Team, in einem Kompetenzteam zusammensetzt, über die wichtigen Punkte spricht, um eben hier bereits mit einer guten Vorbereitung ins Höhentrainingslager fahren zu können. Denn je mehr man über die Situation vor Ort weiß, und auch da habe ich mich bereits schlau gemacht, umso besser kann man sich vorbereiten, umso besser kann man die Athleten betreuen. Natürlich kann man auch nicht alles aus der Ferne vorab voraussehen oder planen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man sich ein Bild vor Ort macht, dass man dabei sein kann. Und das war für mich das erste Höhentrainingslager. Das ist schon erstaunlich, dass das so viele Jahre gedauert hat, aber ich bin ganz happy dabei gewesen sein zu können, weil es eben auch Situationen gab, wo man es tatsächlich geschafft hat, auch eine Beeinträchtigung im Verdauungstrakt mit einem fermentierten Milchgetränk in den Griff zu bekommen. Und das ist schön, wenn man Sachen umstellt. Oder genauso gab es auch ein kurzes Thema mal mit der Eisensupplementierung, die hier medizinisch angeordnet war bei dieser Athletin. Und man hat den Zeitpunkt optimiert, nämlich am Morgen, wo hier die Aufnahme am höchsten ist und wo eben dann auch die Beeinträchtigung nachgelassen hat. Und das ist sehr, sehr schön. Und was man nicht unterschätzen darf, wenn man zu Hause Athleten betreut, dann ist das oft so, man macht online einen Termin oder man macht einen Termin, wenn sich das aus irgendwelchen Punkten günstig erweist. Aber wenn man mal eine gewisse Zeit lang zusammen verbringen kann, dann ist man immer ansprechbar. Ob man jetzt beim Essen Fragen beantwortet oder aber man im Zimmer angerufen wird, hast du denn gerade mal Zeit? Und dann kann der Athlet bestimmen, wann ihm danach ist, wann er diesen Termin wahrnehmen möchte. Und das ist etwas, was ich wirklich toll erlebt habe, dass das auch so in Anspruch genommen wurde. Also ich freue mich, dass ich dabei sein konnte, bin unendlich dankbar, besonders Susanne Wiedemann, nochmal ein herzliches Dankeschön für diese tolle Möglichkeit. Und ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, es ist sehr wichtig. Ja, vielen Dank und ich beantworte jetzt sehr, sehr gern Ihre Fragen. Das war's von diesem Vortrag. Wenn ihr noch mehr vom NRW-Kongress 23 sehen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr noch mehr über Momentum erfahren wollt, dann schaut doch mal hier vorbei.